Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Lurker. Und was weiß ich noch allem. Zieh die Sache alleine durch und du verdienst dir den Respekt. Ja, Leute, willkommen in meinem Trupp. Ach, ich hau mich wieder hin. Jetzt bin ich in zwei Entertrupps. Super. Der Strand im Norden, das wäre dann hier. Schätze ich. Mach ein Waran. Ja, danke. Also, es macht jetzt keinen Unterschied mehr. Ich kann ihn aber von weiter weg. Gut, gut, gut. Alter, wie gut es ist, so zu kämpfen. Da kann man selbst so einfach mal normal schlagen. Sieht viel eleganter aus. Und man kann Viecher von weiter weg einfach mal eins auf die Mütze geben. Spart Aufwand. Man schafft so mehr. Ja, komm. Ich hab nicht ewig Zeit. So macht das irgendwie Spaß. Ich stehe hier einfach, schlage links und rechts. Links und rechts und dann mal ein bisschen nach vorne. Gut, gut, gut. Man schlägt einfach viel smoother damit, wenn ihr wisst, was ich meinte. Viel geschmeidiger. Oh, bleibt geschmeidig. So, einer der Lurker. Bitte her. Ich höre immer so eine Waffe manchmal, wie eine Waffe gezogen wird. Aber es gibt da keine Waffen. Oder jemanden, der eine Waffe ziehen könnte. Das ist das Problem bei der Sache. Okay. Boah. Alter. Penetration. Gut. Den Strand hier zu säubern, ist eine Mission, die wir durchaus mal erledigen können. Na? Komm her. So. Schaffen wir den nächsten auch noch? Ich würde lieber nochmal ein Butlerfleisch essen. Nur um sicher zu gehen. Komm schon, viele Crits. Gut. Was haben wir da drin? Ich glaube, ein Zombie. So, ich hoffe damit, dass damit sein verschissener Strand als gesäubert gilt. Der Schattenläufer wird nämlich nicht herauskommen, um anzugreifen. Es sei denn, ich locke ihn. Es wäre noch eine Möglichkeit, den loszuwerden. Aber eine tödliche. Hier ist die Hülle, die ich meinte. Samuel, der Alchemist. Ja, ein neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Naja, Ich will was Stärkeres.
Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken? Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Mhm. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Nein, nein. Danke, danke. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Ja, Laborwasserflaschen interessieren mich. Mal sehen. Was zur... Das ist echt ein schneller Hering. Du, morgen. Hier. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Die gehört natürlich auch dazu. Komm wieder, wenn du das erledigt hast. Ich will nur dein Bett. Was ist los? Schnelle Heilung, danke. Raus aus meinem Bett. Okay. Nee. Der schnelle Hering ist super. Wisst ihr, was ich vorhab, Leute? Wow. Kommen wir jetzt schön hinterher. Wir werden morgen ein kleines Geschenk machen. Du und ich. Was? Aasfresser. Na los. Uah! Komm her. Morgen. Hier ist ein Geschenk für dich. Oder ich habe den Pfeil da noch gehabt. Verdammt. Ah. Schneller. Ins Lager. Leute. Wir haben ein Problem hier. Erledigt ihn bitte. Warte mal. Vielen Dank, Leute. Ich bin euch definitiv was schuldig. Warum habe ich den Pfeil noch in der Hand? Ich laufe mit einem Pfeil in der Hand rum. Ist ja auch ganz gut. Hey, du. Ich nehme mir nochmal dein Bett. Was ist los? Vielen Dank. Raus aus meinem Bett. Hey, bevor du dich jetzt wieder... Leg dich nicht pennen. Ich muss mit dir reden. Hier, Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Das waren all deine anderen Männer. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Das Zeug ist gut. Und was ist mit Francis? Hey, du. Hier. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Gut, die Aufnahme hat gerade so komisch gehakelt. Ich konnte erst nach dem Gespräch wieder vernünftig auf Aufnahme drücken, ohne dass mir jetzt alles abschmiert hier. Ist leider so. Wer bist du denn? Samuel L. Jackson. Was machst du da? Außerhalb deiner Höhle. Wegen dir habe ich einen Pfeil in der Hand, weil dein schneller Hering irgendeine Art Bug hervorgerufen hat. Ob ich den jetzt die ganze Story über in der Hand haben werde? Wir werden sehen. Tja, das erinnert mich doch an den Armbrustpfeil, den Snake in Metal Gear Solid 3 in meinem Bein stecken hatte. Das ganze Let's Play über. Tja, genauso ist das jetzt hier mit
Goldene Haarskette? Von wem? Mit dem Pfeil. Gucken wir doch mal. Alter, haben wir viel im Inventar inzwischen. Nehmen einfach mal eine goldene Halskette und zwar von 300 Wert. Ich dachte eigentlich, sie wäre von der Person questabhängig, dass der Schattenläufer irgendjemanden gefressen hätte, aber da wäre auch ein Skelett gewesen. Naja, in jedem Fall geht's jetzt weiter. Wir müssen mit den Leuten im Lager sprechen. Haben wir noch nicht gemacht. Jedenfalls noch nicht mit der meisten. Nur mit ein paar. Ach. Wer lässt das denn hier einfach rumliegen? Das nehme ich mir doch. Ich habe ja sonst nichts in der Hand. Da greife ich einfach mit der Hand zu, wo mein Pfeil schon ja, drin liegt. Ruhet in meiner Hand. Ja, das ist eine schlimme Sache. Dummer Francis, was hast du zu tun? Ist das deine Hütte? Nein, sie gehört Greg. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen. Also zieh Leine, oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Nein, danke, so viel gebe ich ihm nicht. Was? Später. Ihn zusammenschlagen behalten wir später noch als Option. Ich glaube, ich werde darauf zurückkommen müssen. Skip, dein Päckchen. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Die Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Klar, richtig. Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Steckbrief. Sicher. Naja, schlecht getroffen. Aber du bist es. Mach dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Der Typ muss ganz schön scharf sein auf unseren Rum, wenn er uns seine Ware bis hierhin hinterher schippern lässt. Hier, gib ihm die 2 Flaschen Rum. Die dritte habe ich gesoffen, als ich auf ihn gewartet habe. Naja. Es kommt nur auf die Kraft an. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Die Banditen? Sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Sie waren bereit, jeden Preis für ein Fass rum zu bezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. 2 von unseren besten Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir. Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Angus und Hank habe ich gefunden. Nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht wegen so. Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot.